der Frankfurter beschäftigt. Christian Sprenger und die Ohren der Frankfurter Spiele. Sicherlich stimmt es in vielen Fällen, aber es gibt auch wieder Dinge oder Fälle, wo du dann wieder sagst, das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass ich ehrgeizig bin und hart an mir arbeite. Ich meine aber, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Was? Das ist doch nichts. Das ist doch so ein Quatsch. No, we have to talk about football. You know, but this one I don't have any idea. Do you believe? Also mir ist das relativ egal. Ich bin mit meinen Ohren zufrieden. Und das ist das geneigte und höchstpersönlich heute früh gewaschene Ohr des Reporters. Und Christian Sprenger hat mir zu meinem Ohr geworden. Der Mann, der aus Gladbach kam. Und da unten macht sich Lothar Sippel bereit. Wird also gleich ins Spiel kommen. Und das Foul von Spieß an Weber. Die zweite gelbe Karte des Spiels. Es läuft die 52. Minute, Freistoß für Eintracht Frankfurt. Vorher noch der Wechsel. Frank Möller kommt heraus. Und der Joker kommt, Lothar Sippel. 14 Mal hat er getroffen. Und Jubel brandet auf. Jetzt aber der Freistoß. Uwe Bein, Anthony Yeboah. Und da sprangen sie hoch, da hinten auf der Stehtribüne, die Frankfurter Fans. Noch 15 Minuten bleiben der Frankfurter Eintracht hier. Das 2:1 zu machen und so deutscher Fußballmeister zu werden. Vielleicht jetzt die Chance für Weber. Das müsste Strafstoß geben. Nein, Herr Berg lässt weiterlaufen und das würde ich gerne noch mal sehen. Das sah mir verflixt noch mal nach einem Elfmeter aus. Entscheidet dieser Mann aus Konz vielleicht die deutsche Meisterschaft? Alfons Berg, 37 Jahre alt. Nicht eindeutig zu erkennen, aber ich meine eher ein Strafstoß. Schauen wir jetzt noch mal hin. Ja, also für meine Begriffe spielt er nicht den Ball, sondern nur den Mann. Es gab eigentlich auch gar keinen Grund für Ralf Weber, sich da fallen zu lassen. Also für mich ein eindeutiger Strafstoß und ein erregter Ralf Weber da jetzt unten. Da sollte er versuchen, seine Nerven im Zaum zu halten. Und da sehen Sie die Szene, Manny Vince, der da Ralf Weber beruhigen muss. Gut, dass wir noch kein Mikro am Spieler befestigt haben. Und sicherlich nicht unbedingt druckreife Ausdrücke. Eventuell Thomas Helmer. Das sind schon Namen, die einen gewissen Klang haben. Konzentrieren wir uns aber auf dieses Spiel. Was für ein Gewühl und jetzt die Chance. Und kein Tor. Er gibt den Treffer nicht. Und jetzt gibt es noch die gelbe Karte für Lothar Sippel. Kein Tor nach wie vor. 1:1 im Ostseestadion. Abseits. Und ich glaube, diese Entscheidung auch völlig richtig. Die Fahne des Linienrichters Heiner Müller war oben. Ja,
Zwei Spieler im Abseits, keine Frage. Diese Entscheidung korrekt, aber ich sage es noch einmal. Ich hätte diesen Elfmeter gepfiffen. Wir haben es allerdings auch relativ einfach hier oben. Wir haben eine Zeitlupe. Wir können uns das 4-5 Mal angucken. Herr Berg muss sofort intuitiv entscheiden. Er hat sich nun mal so entschieden. Und ich gebe ab nach Leverkusen. Die letzte Minute im Ostseestadion ist angebrochen. 1:1 und im Augenblick ist der VfB Stuttgart deutscher Meister der Saison 91-92. Da kommt der Ball. Weber, zu weit, das sind die Nerven, keine Frage. 52 Minuten, die Netto-Spiel. Der Schiri sagt, 2 Minuten zeigt er an. Wir sind 1 Minute über die Zeit, also werden wir in die 93. Minute hineingehen. Noch einmal Eintracht Frankfurt. Noch einmal mit einem Eckstoß. Das ist kein Spiel und kein Spieltag für schwache Nerven. Der 5. Eckstoß. Noch einmal die Eintracht, da war er wieder. Schmidt, der Mann, der das Tor machen wollte. Falkenmeier. Uwe Bein. Da werfen sie sich dazwischen mit 3-4 Mann und der Konter läuft. Über Michael Spieß und das ist die Chance. Uli Stein als Libero und das ist auf jeden Fall das Ende der Träume von Eintracht Frankfurt. Die Meisterschaft wird auf jeden Fall in Leverkusen oder in Duisburg vergeben. Liebe Fans von Eintracht Frankfurt, es tut mir furchtbar leid, aber das war's. Ist das bitter. Da liegen sie am Boden. Und das Bitterste an allem, auch wenn hier der große Jubel aufbraust, es nutzt Hansa Rostock überhaupt nicht. Stefan Böger, der Torschütze, der Mann, der alles entschieden hat und so wie es im Augenblick aussieht, hat der DFB eine Spürnase gehabt, als er das Original nach Leverkusen schickte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich persönlich unglaublich für Christoph Daum, Leverkusen Ende und der VfB Stuttgart ist deutscher Meister 1991-92. Und liebe Kollegen, wenn es irgendwie machbar ist, gehen wir jetzt rüber nach Leverkusen, denn hier ist im Prinzip alles entschieden. Hier ist der Teufel los. Hier ist noch gar nichts. Machen wir einfach bei mir. Das nutzt mir gar nichts, der Elfmeter ist ja dann, wenn der Schiri pfeift. Ich möchte jetzt gerne mal in Sie reingucken. Also nee, warum nicht? Ja. Ich bin ja so, ich habe es ja so in zweite Abzeit, gell, und so viele Chancen, die wir gehabt haben, nicht ausgenutzt haben, habe ich mal so gern sowas, gell, aber... Haben Sie es heute auch nicht verdient. Sport bringt viel Spaß und viel Glück, ja, auch viel, also viel Freude. Gell. Ab und zu, der Pech bringt ja auch so viel Scheiße, aber müssen wir damit leben. Vielen Dank. Sie machen einen relativ gelassenen Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht. Machen wir einfach. Wenn man einfach, beim Ralf Weber ist es nicht nur das erste Mal, sondern das zweite oder das dritte Mal, wo er eben Elfmeter versagt worden ist. Und heute war es praktisch die Entscheidung in diesem Spiel. Wenn wären wir 2-1 in Führung gegangen, dann wären wir deutscher Meister gewesen. Und so sind wir deutscher Bademeister. Schade, danke schön, Charlie Körbel, zurück zu Michael Fatz. Behalten, wie Ralf Weber das im Augenblick leider nicht hat, aber irgendwo habe ich auch Verständnis dafür. Wir gehen aber ganz schnell zum deutschen Meister. Wir gehen nach Leverkusen. Runter! Ja, ich weiß nicht, wir sind jetzt dran. Dragoslav Stepanovic. Das ist die ganze Saison, ja, das ist eine hervorragende Saison und das ist das Ganze, was ich also hinter uns steht im Moment. Ja, und ich freue mich. Sie haben eben auch noch mal bei uns kurz gesehen, es war eben Weber hat einen Elfmeter, den gab es.